Na, kennt der DAX denn überhaupt keine Scham mehr? Er ist wieder weiter nach oben explodiert. Er hat ein bisschen mal ein Verschnaufpäuschen angedeutet, könnte man meinen, zumindest mal an Vortrieb verloren. Aber im Nachgang, natürlich jetzt auch an den gestrigen Feiertag, ist der DAX weiter nach oben geschossen und hat einfach gesagt, wir kennen da überhaupt kein Pardon mehr. Damit ist das sicherlich in Richtung auch der amerikanischen Märkte, denn die sind ja weiter tapfer unterwegs auf dem Weg nach oben. So kann man sagen, zumindest mal bis gestern. Aber wer den Dow Jones mal als Index anguckt, der sieht, dass wir dort zumindest mal eine Chance auf den Dreh haben. Und bislang, anders als der DAX das uns jetzt gerade vormacht, sieht es dort ja nicht ganz so dramatisch toll mehr aus, denn der amerikanische Markt, der ist so ein bisschen noch festgehakt und deutet zumindest mal an, als ob er noch ein wenig in die Pause geht und vielleicht doch die Abwärtsseite dann nochmal relevant wird. Ich will das gar nicht beschreien, denn noch ist der DAX durchaus stabil und stark unterwegs. Wir haben also eigentlich da eine sehr, sehr positive Voraussetzung für einen weiter bullischen Markt. Aber ich gebe zu bedenken, dass mindestens mal der amerikanische Markt und auch eigentlich der DAX so langsam, aber sicher mal eine kleine Pause bräuchten, die wir dann allerdings für günstigere Long-Einstiege vielleicht sogar nutzen könnten. Das heißt, nicht notwendigerweise heute beim DAX, das werden wir noch sehen, wie der amerikanische Markt sich heute entwickelt, aber ich denke, wir sollten so ein bisschen gucken, ob wir die Abwärtsseite noch mal ins Kalkül ziehen sollten. Vielleicht intraday mal auf die Shortseite gehen. Nicht jetzt, solange es noch keine Anzeichen dafür gibt. Aber dann, wenn der Markt dann wieder nach oben entfleucht, dann ist die Longseite wieder relevant. Denn das, was der Dow Jones in den letzten Tagen nach oben vollzogen hat, ist mehr als erfolgsversprechend, sage ich jetzt mal. Zumindest mal ermutigend für die Bullen, hier auf die Longseite weiterhin zu schielen. Ansonsten kann man eigentlich nicht wirklich viel mehr sagen. Die meisten Märkte sind längst nicht so spannend wie jetzt gerade die Aktienmärkte aktuell. Es sieht also alles perfekt aus. Nach dem Druck, den wir vor kurzem hatten, scheint also alles vergessen und vergeben. Und die Käufer scheinen zurückgekommen zu sein. Heute dürfte sich das nicht so sehr ändern. Wir haben heute Nachmittag die PPI-Daten, das sind die Produzentenpreise, um 14:30 Uhr in Amerika. Da mal vielleicht drauf gucken. Intraday für diejenigen, die da drauf gucken, natürlich spannend, weil Bewegung da aufkommen kann. Und übergeordnet natürlich für die längerfristig Orientierten, die Zahlen lassen natürlich auch etwas vermuten. Wir rechnen insgesamt mit etwas schwächeren Zahlen im Verhältnis zur Vorperiode, sowohl zum monatlich als auch zur Jahresvergleichssicht. Trotz alledem, so richtig die Burner-Zahlen werden das wahrscheinlich nicht sein. Also zusammengefasst kann man Folgendes sagen. Stimmung weiterhin positiv, DAX sehr, sehr gut sogar. Und das Gesamtbild macht einen starken Eindruck, aber vorsichtig, wir müssen aktuell mehr denn je, die Amerikaner, wie gesagt, sind an wichtigen Zwischenwiderständen. Die sind nicht unüberwindbar, aber sie würden zumindest mal dafür sprechen, dass der Markt vorläufig in den Dreh nach unten kommt und wir dann im zweiten Anlauf, im nächsten Anlauf dann wieder auf der Long-Seite mit dabei sein können. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal.